So, und da sind wir wieder. Ja? Wie gehabt. Schauen wir mal, wo wir sind. Wir sind hier. Letztes Mal haben wir das Dorf da unten auseinandergenommen. Jetzt schauen wir mal zu dem, schaut aus wie ein Weingut, was da los ist. Wir gehen mal questen. So. Schön machst du das, Cassandra. Immer wieder eine Freude mit dir. Ich bin da. Was sind wir da? Braucht den Trick. So. Jetzt haben wir den Dings gekriegt, den Bogen. Weil wir den Eber besiegt haben. Und, was haben wir da? Köpfbedeckungen. Die Köpfbedeckungen. Köpfe. Wir zahlen keine Köpfe. Und wie wir erfahren haben, bei der letzten Folge auch, oder vorletzten Folge, vor vorletzten Folge, wenn man die Tempel da auseinander nimmt, dann bekommt man noch extra einen Fähigkeitspunkt. Diesen antiken Stelle findet halt, ne? So. Ach nee. Wie war das schnell? Ah, so pfeifen. Da. Und immer schön looten werden laufen, ne? Was haben wir hier? Komm schon! Haben wir wieder sowas? Kann man das in die Luft jagen? Warte mal. Weil die Cassandra, die Expertin, ne, hat schon sowas gemacht. Oh ja, jetzt fliegt gleich die Bude in die Luft. Die Gegend wird gut bewacht. Wirklich? Warte mal, was ist die Gegend? Yes. Na. Na, man kann nicht finden. Okay. Ei. Okay. Das überhaupt, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das schaut ruhig aus. Wir können da einfach reinmarschieren, glaube ich. Hoffe ich halt. Dann Fackel da weg. Wenn wir da rumfackeln da. Die wollen uns nichts Böses, oder? Mal Test schnuppern. Okay, nein. Bleib hier und komm zu sterben! Das ist ein Fehler. Dann komm mal ran da. Findet sie! Na los! Ja. Ist denn da eine Wiese? Schauen wir noch. Das müssen wir auseinandernehmen, die Bude, okay. Wir haben es nicht anders wollen. So. Nein, 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 warte mal. Ah, machen das in Nachtmodus. In der Hoffnung, dass welche schlafen. So. Sehr, sehr gut. Juckt das Ohr? Riecht mit Malerbars? Nein, 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 nein. So. Komm her. Gebüscht. So. Haben wir das? Okay. Icarus, dein Einsatz. Da gibt's nichts. Okay, der ist da.
da. Schmiedchen. So. Ja. Nee. Was ist das? Komm mal ran da. Ein UFO. Komm mal. Da drüben! Psst. Sollen die gleich die Leute aufwecken? Das wird wehtun, Arschgesicht! Ja, gib mir mal dein Schild her. Hoppala! Nein, nein, noch nicht. Der Speer ist besser. Dein Leben ist vorbei. Hoppala! Scheiße, Alter. Wie ein nasser Fest, Alter. Jetzt kann ich einstecken, Alter. Schau. Hast du das gesehen? Wie mir hochheilt, Alter. Alter, gib mir das Schild. So. Und jetzt ist Plünderparty angesagt. Hat die Cassandra gesagt, nicht? So. Stillen. Stillen. Ey, so ein Scheiß. Da ist ein anderer Schatz auch da hinten. Na super. Ja. Na keine Ahnung. Irgendwer rauf da mit dem Bären. Wir müssen jetzt da. Da runter. Den Kornspeicher noch erledigen. Hallo, ich bin's die Cassandra. Der Feuerteufel. Geh auf! Fluch des Feuer! Geh auf! Nein! Mach das aus! Aus! Brenn, Baby, brenn! Die Nacht des Teufels. Die Stadt wird brennen. Ja, erzähl weiter. Genau, meine Meinung. Also. Wie war das jetzt so? Wir hatten Zicken, ey. Ich sehe ja. Was haben wir da schnell gesagt? Was haben wir da? Was haben wir da? Ist nichts mehr, oder? Zum Holen. Haben wir abgeschlossen. Abgeschlossen haben wir das. Oh, jetzt gehen wir schon zum Schmied schauen. Ah, das ist wieder Disco. Ja, spiel weiter, Alter. Ach, nö. Doch gute Leder! Ich brenne ja, kein! Scheiße! Oh, nein! Geh aus! Geh aus! Cassandra, was führst du auf? Nein, nein! Feuer! Mist! Oh, ja! Die Cassandra fackelt alles ab! So! DJ, leg los! Mann, der ist so schreck auf der DJ! So, los geht's. Was ist denn? Leg los. Ach Mann. Ich wollte neben dem DJ stehen. Ich
Jetzt los, DJ. Sehr deprimierende Lieder, ne? Was das? Da gehst du voll ab, du Maschine, Alter. Ja, bist du narrisch. Ja, heute Stöckchen, jetzt geht's los, ne? Ja, bist du narrisch. Eieieiei. Der Opa geht ab, scheiße. Der Ikro ist auch da, macht eine Party. Ich werde eigentlich nicht so anfangen da. Wir müssen weiter, ne? Heftig's. So. Wir mischen auf da drüben, ne? So. Tschüss! Au! Über Stock und Stein! Muss glaube ich speien. Nein. Viertel, wo bist denn? Hallo? Endlich! Jetzt habe ich meine Stöcke vergessen. Looten. Ach du Scheiße. Okay. Pop, 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 pop. Pop, pop. Eine Tafel. 1, 2, 3. Ja, mei. Das ist ja keine Zauberei. Mach die Augen zu und küss mich. So. Und tschüss. Die Lehmmenschen des Prometheus. Könnte ihnen Athena nur Leben einhauchen? Tschüss, Alter. Ist das da? Dicke Tafel finden. Eins. Warte mal, noch was? Schatzbindung. Immer dabei, ne? Cassandra, immer dabei, die Finger. Der Fünf-Finger-Rabatt. Cassandra. Warte mal. Hoppala! Icarus, da muss noch irgendwo ein Schatz sein. Wo ist der? Warum wird der nicht angezeigt? Was ist also das Pferd? Ah, da. Und los. So. Jetzt holen wir uns das Rätselheft. So.
wenn du am Haus des Anführers bei der Anlegestelle der Bilger vorbeischlüpfst, findest du mich in einer großen Schlüssel mit Oliven. Aha, eine Schüssel. Schlüssel. Haus des Anführers. Ja, leck mich doch am Arsch. Haus des Anführers. Bist du das? Haus des. Haus? Aus dem Haus? Muss in dein Gebiet sein, nochmal, oder? Bauernhaus? Hm. Haus des Anführers, okay. Wenn du am Haus des Anführers bei der Anlegestelle der Bilger vorbeischlüpfst, findest du eine Schüssel mit Oliven. Jetzt bin ich aber gespannt, ne? Unter Zeitdruck. Das ist auch noch. Irgendwo schlüpfen müssen wir. Meine Kollegen haben wir schon fertig. Ach, nö. Wenn du willst deinen Haares sehen. Komm her da. Ui, der Dicke. Kaster, Rauter, Spatzen. So. Was? Gib mir nur die Attacke Kraft. Hoppala. Chakalaka, Alter. Kann ich keinen machen. Cassandra. Cassandra. Hoppala. Ich nehm's mit euch alle auf. Deine Zeit ist abgelaufen. So. Hör der Schuld, Alter. Bleib stehen, Alter. So. Warum nicht gleich so? Junge, 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 die machen immer Arbeit, ne? So. Weiß nicht, was das Problem ist, ne? Ich muss eine Schüssel mit Oliven finden. Ich glaube, das müssen wir anzünden, ne? Ach, du Scheiße! Wirklich? So. Wo ist denn der Icarus? Okay. Der markiert da irgendwas? Ein Tor. Wo ist denn unser Gegner? Hallo, ich bin die Cassandra. Ist da wer? Jetzt brauche ich erst wieder die Kiste. Feuer. So. Machen wir uns mal eine Übersicht. Da ist unser Kollege.
So. Sauber. Jetzt? Ein Olivending müssen wir finden. Schale. Vorbeischlürfen. Gegner greifen dich an, wenn sie. Sperrgebiet. Ja. Skandal in. Um Rosi. So. Und wo soll sich das jetzt wieder befinden? Das ist ja so. Gemein ist das. Jetzt haben wir das alles gekillt wieder, ne? Und dann finden wir das nicht. So, nochmal weiter. Wenn du am Haus des Anführers bei der Anlegestelle der Pilger vorbeischlüpfst, was heißt das? Ich schlüpfe. Wir haben da alle gekillt und so, aber. Was ist das da? Ja? Erwin? Bist du's? Nö. Was sind das denn für Geräusche da? Wie hoch geht's denn da noch auf? Wackel auf hin. Und hinten. Gescheiße, Alter, was ist denn das wieder? Wie Scheiß. Vorbeischlüpfen, wo soll ich vorbeischlüpfen? Ich weiß es nicht. Da, leck mich doch. Hart. So. Mannschaft gesucht. Ah, machen wir deinen Scheiß. Ah, dass irgendwas weitergeht, das machen wir irgendwann mal. Oder ich mach das in Aufwisch, weil das ist, glaube ich, zu. Schauen wir mal. Das Vorbeischlürfen, ne? Ich weiß nicht, wo schlürfe ich vorbei? Vom Haus? Im Haus? Keine Ahnung, ne? Wie das funktioniert. Scheiß drauf. Die große Malaga. Scheiß drauf, ja, Cassandra, scheiß drauf. Was ist dein Problem? Was ist nicht mein verfluchtes Problem? Das genau. Orakel zum einen, die See zum anderen, von meiner Mannschaft ganz zu schweigen. Du hast mit dem Orakel zu tun? Du bist weit weg von Delphi. Hatte zu tun. Und womit ich zu tun habe, geht dich nichts an. Ich brauche keine Söldnerin. Wenn überhaupt, dann brauche ich Götter. Ich bin eine Göttin. Oder kümmerst dich selbst darum. Du brauchst Götter? Ich bin das nächstbeste. Oh, eine lebende Göttin? Du kannst dich verkaufen. Das lasse ich dir. Mhm. Also, wer bist du? Ich bin Gelon von der Heizahn. Die Heizahn ist dein Boot? Sehe ich aus wie ein verfluchtes Fischersweib? Ich führe ein Schiff, kein Boot. Malaka, ich wollte nur sehen, ob du Hilfe brauchst. Du kannst mich mal, ich habe nicht drum gebeten. Weißt du was? Du mich auch. Ach nö. Hör mal. Tut mir leid, war ein harter Tag.
Ich habe meine Geschäfte mit dem Orakel beendet und sollte mein Schiff hier treffen. Aber von dem fehlt jede Spur und ich bin seit letzter Nacht hier. Das haben wir sicher zerstört. Also du hast das Orakel befragt? Die? Von wegen. Eher würde ich den Wind aus meinem Arsch befragen. Warum warst du sonst dort? Rein geschäftlich. Ich schätze, ich kann es dir verraten. Sie sagt mir, woher die Pilger kommen. Dann sorge ich für ihren Transport und wir teilen die Einnahmen. So läuft das. So, du willst mir also sagen, das Orakel hätte eine göttliche Eingebung, von woher die Pilger anreisen werden? Nein, verdammt! Sie fragt die Gläubigen, wie voll ihre Häfen sind und sagt es mir. Ganz einfach. Ja, dann nehmen wir mal deinen Wink aus deinem Arsch und erzähl mich, hast du geschäftlich zu tun? Du hast geschäftlich in Fokus zu tun? Ich mache überall Geschäfte. Aber im Moment suche ich nur nach meinem Schiff. Wo ist die Heizahn? Also, wo ist die Heizahn? Ich wäre nicht hier, wenn ich es wüsste, oder nicht? Also gut, ich drücke es anders aus. Wo sollte die Mannschaft jetzt sein? Nun, hinten rein, ich schickte die kleine Giki fort. Pilger laufen im seichten Wasser oft auf und, wir helfen sozusagen. Oh, die Kleine? Ja, die beste Hilfe, die ich je hatte. Und mehr. Finde mein Schiff und meine Giki, ja? Ich bezahle dich. Ich finde heraus, was geschehen ist und bring sie her. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnte? Die Küste im Südosten ist ein gutes Revier für uns. Man kann ganz leicht reiche Pilger in eine Bucht locken. Ihr seid Piraten. Und wenn es so wäre? Ich bin die Piratin, die dich bezahlt. Und ich bin nicht immer Piratin. Nur in meiner Freizeit. Freizeit? Bist du sicher, dass die Mannschaft nicht gemeutert und dich verlassen hat? Nicht, wenn meine Giki am Ruder steht. Und sie haben den letzten Anteil noch nicht bekommen. Der sie würden nicht der ohne Bezahlung abhauen. Beschreib mir Giki. Sie ist wunderschön. Daran besteht kein Zweifel. Küsst wie der Sommer. Schon vom ersten Moment an war es um mich geschehen. Das hilft nicht. Ja, gut, gut. Sie hat rabenschwarzes Haar und ein teures Armband, das ich ihr gab. Sie legt es unter keinen Umständen ab. Das geht ja uns. Ich finde sie und komme so schnell es geht zurück. Okay. Ich sollte Gelon von Giki erzählen. Hä? Haben wir schon was gemacht? Verdammt. Ich fand dein Schiff. Und? Jetzt komm schon, wo ist es? Wo ist meine Giki? Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Meine Güte! Zeus könnte ganz Athen schwängern in der Zeit, die du brauchst, um den Mund aufzukriegen. Wo sind sie? Ja, vielleicht kriegen wir den herum als Freundin, ne? Ich wollte es dir schonend beibringen. Ich fand dein Schiff. Es ist ein Wrack. Oh. Und meine Giki? Ich habe nur das hier gefunden. Es ist ihr Armband. Giki. Dann bin ich wohl keine Schiffsführerin mehr. Ohne Schiff keine Schiffsführerin. In meiner Besatzung wäre noch Platz für dich. Es ist nicht dasselbe wie ein eigenes Schiff, aber du wärst Teil der Familie. Nun, ich wäre lieber wieder auf See als hier bei diesen frommen Idioten. Abgemacht. Aber nur, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe. Natürlich. Nun, wo ist dein Boot? Schiff. Sie heißt Adrastea. Wenn du es sagst, Schiffsführerin. Und fort ist sie. Schauen wir mal, was hat denn das da drauf? Die gehört jetzt zu ihnen da, ne? Schiffspanzerung 4%. Da ist unser Ding, Leckerli, und da ist unser anderes Leckerli, und das ist anderes Ding, ne? So.
Das könnte man verbessern, das könnte man verbessern. Ansporn, warte mal. Ah, 400 Leder. Das brauchen wir mal. Naja. Da brauchen wir noch ein bisschen Zeug, ne? Quest abgeschlossen, Mannschaft gesucht. 4500? Boah, sind wir bald Level 16. Es geht dir rasend schnell, alter Schwede. Ja. So. Na, 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 na. Drüben steigt die Party, habe ich gehört. So. Aus dem Weg. Weg da. Bist denn du für eine? Aber, ich sag mal, Baba. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.